Hallo und willkommen zurück bei Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands mit der Tibra hinter dem Minigun Jeep und mir, dem Anduin, hinter der Mülltonne. Geht dort weiter, wo die letzte Folge aufgehört hat. Mhm. Die sind jetzt alle da in der Hütte drin. Ja. Aber da muss in der Nähe noch einer sein. Abendessen. Ja. Zur Abendstunde. Wie praktisch. Drinnen haben sie so Kantina. Ich brauche Munition. Ist kein Problem, gibt's da hier vorne. Und es wird jetzt mittlerweile schon Abend. Das heißt, wir werden viel weniger schnell aufgedeckt. Okay. Also du kannst da von da vorne, Achtung, einer kommt gerade wieder. Den werden wir aber, glaube ich, gleich rausnehmen aus dem ganzen Game. So, und das war er. Okay. Du kannst da Munition, ich glaube, ich werde auch nachnehmen. Munition schadet mir. So. Maschinenpistolen. Okay, da kommt einer die Straße runter. Nimmst du den oder soll ich? Kannst du. Achtung, aufgeschreckt. Scheiße. Das war nicht gut. Ich bin mir nicht sicher, ob du deinen Schalldämpfer drauf hast. Bei mir ist das jedes Mal so laut. Wir müssen raus, da kommt schon Patrouille. Ich stehe in der... Möglicherweise haben sie es vom Fenster aus gesehen oder so. Genau. Kommt noch eine Patrouille. Muss zurückfallen. Ich liege mitten im Gestrüpp. Ja. Nur nicht bewegen. Auf mich. Da kommen wie Schwammerwasser. Ja, ich habe gesagt, das muss total leise. Und da kommt die nächste Patrouille. Oh, diesen haben's. Ich bin gemörsert. Sie laufen auf mich zu. Hau ab. Boah, nehmen wir nur mit. Oh, oh, rot. Wechselt wieder die Position. Ja, sie sind auf der anderen Seite des Kamms. Drei Typen. Du kannst von oben schon. Ich wechsel dann komplett den Standort. Okay. Jetzt fällst du allen in den Rücken. Allen drei.
Die glauben nicht immer, du bist geflohen. Ja, aber ich habe keine Sichtverzögerung. Aber schauen wir mal, wie es dann im Rest ausschaut. So, kann ich bei dir aufstehen? Ja, kannst du, ich bin weit genug weg. Du bist sowieso immer ein Stück nach hinten versetzt. So. So, jetzt warten wir mal, bis der Alarm weggeht. Mhm. Ich bin am rauchenden Auto. Ja. Bin da neben dir. Es raucht noch immer. Ja. Es raucht. Repariert ja niemand. Geduldig vor sich hin. Kommt schon, geht's wieder alle essen. Ich bin spannend, dass sie ungefähr sich in unsere Richtung orientieren. Ich könnte jetzt so schön ein paar wegnehmen. So, Alarm ist beendet. Zischen sie wieder ab. Yep. Wäre das jetzt schön, pum pum pum, so schön wie es beim anderen gegangen ist. Ja, die sind gepanzert, die haben Schutzwesten, aber dafür fahren die Patrouillen jetzt da, die bleiben nicht da, die reisen jetzt wieder ab. Ach, super. Nicht. Schau nur, dass sie den nicht sehen, sie fahren jetzt ins Lager und kommen dann retour. Drehen da drinnen rum, zack. Deine hat gerade umgedreht, jetzt ist im Lager und da im Weg. Der schiebt jetzt vor uns. Siehst du das? Nein, ich. Das musst du in mein Video anschauen. Ich versteck mich vor deinem Huberer. Zack. Jetzt ist er umgefallen, der Jeep, beim Umdrehen. Oh, ja, das kommt gut. Irgendwie habe ich gerade einen leichten Pack. Steigen sie alle aus, sind ganz ratlos, was sie mit dem Auto machen sollen. Okay. Was uns jetzt denn nicht hilft. Nicht wirklich. Wenn wir die Typen damit nicht loswerden jetzt. Ah doch, die haben das Auto, also irgendwie haben sie es wieder aufgestellt. Steht's wieder. Okay, ich liege im Graben in Grünen. Das nähert er sich vorsichtig an dem anderen. Die steigen wieder ein. Ja, das Problem ist, der eine kommt dem anderen nicht vorbei. Herrlich. Ich sag das. Naja. Gut, wir können sie vorsichtig dorthin arbeiten, aber ich glaube nicht, dass wir das ohne alle hinkriegen, weil das sind 6 gepanzerte. Okay. Wenn wir die zu zweit ausschalten, ohne das Alarm. Der Scharfschütze wieder noch besetzt worden. Nein.
Okay. Ich habe ein Gewehr, das einen Schalldämpfer drauf. Passt. Ich robb hier. Dann haben sie es gesehen. Oder sie in einem Blickfeld. Das sind aber viele. Sorry. Bin ein bisschen ratlos, weil ich will den nicht im Rücken haben. Achtung! Abkommen. Ich bin einfach gelegen. Den habe ich. Kommt der nächste schon. Ja, das ist dumm, ich sage, sobald da. Oh! Ja, ja, waren schon unendlich. Ja, bei PD kann man noch schießen, wenn man am Boden liegt. Aber hier nicht mehr. Ja, Ratten! Ja, nicht knapp. Da sind so viele Gegner. Du brauchst den sonst hinten, ja. Okay. Ich bin ein Stück weit weg, also. Oder auch nicht, Luca. So, ich glaube, ich bin wieder in deine Richtung. Ja. Ziehen wir nicht durch. Hoi. Na ja.
bleib hinten, nicht nach vorkommen. Ach, Kacke. Den hätte ich so schön jetzt gehabt, jetzt läuft in der Richtung. Da drunter ist er einer. Achtung, wir schießen die Mühe auf dich. Ich bin eh schon. Da kommt eine neue Patrouille. Bin eh schon. Die liegt in meinem Rücken. Halleluja ist es. Okay. 18 Sekunden auf dich zu. Achso, du liegst schon. Wenigstens von dir weg. Den haben wir mitgenommen. Okay, jetzt verteilen sie sich wieder. Den haben wir auch. Kacke. Jawohl. Oh, da war was zu, was auf mich zu. Okay, genau bei dir. Thank you.
Aber ja. So, dann hätten wir wieder mal. Was? Warum? Warum das? Ja, da auf der Straße, der macht es jetzt gerade wieder an. Aber zumindest haben wir keinen generellen Alarm. Okay. Sieht so aus, werden sie abhauen oder nicht? Da braucht nichts mehr abhauen, wir haben die ganzen Patrouillen erledigt. Also. Sitzt nur mehr im Auto, glaube ich, ne? Mhm. Da werden wir sie jetzt annähern. Dann den Rest machen. Solange es nur Nacht ist. Stimmt, ja. Ich bin noch in dem Scharfschützengewehr. Passt. Ich habe noch 36 plus 5. Wir kommen nicht rüber zu der Kiste. Achtung. Nicht bei mir. Nein, ist bei mir. Schau, dass ich. Hab ihn. Sehr gut. So, dann gehe ich auch wieder Scharfschützengewehr. Mhm. Da schaut's aus. Alter Falter. So, rein wieder ins Gelände. Im rechten Gebäude ist einer drinnen und vorne, welchen ist? Ich sehe gerade gar keinen. Im Gebäude rechts von dir ist ein Violetter. Nix? Oh ja. Ja, sehen du musst so, nicht, so. Aber welchen ist zerledigt? Violetter und rechts zerledigen. Okay, dann gehe ich an dem vorbei. Scharfschützengewehr. Ich habe auf die Schusswaffe gewechselt, Nahkampfmusik. Nein, Scharfschützen, da kommen sofort wieder Patrouillen, wenn der Alarm angeht. Ja, wären Schalldämpfer drin. Ach so, okay. Ich dachte jetzt auf die Alarme. Nein. Jetzt muss ich weg. Nein, jetzt tut mir der nachladen. Kacke. Aber jetzt. So. Weg so. Ist er. Oh, danke. Bitte. Einer ist hinten in dem Futtergebäude. Ja, da bin ich gerade dabei. Und irgendwo auf der Straße müssen wir sein. So, der im Gebäude ist erledigt. Okay. Auch die Waffe ist gerade nachgeladen. Ich schaue immer viel zu wenig, wie es mit der Munition ausschaut. So, ich wechsle auf Scharfschützengewehr. Den Scanner mal da oben. Okay. Dürften alle in den Zelten liegen. Was sehr gut ist, weil da kann man einzeln wechseln kommen. Ja. Mit der Pistole. Ah ja, ich sehe dich da schon raufkrabbeln. Geradeaus in dem Haus ist er noch. Da müssten zwei sein. Ja, aber es ist eine Wolke und eine Kugel. Also ist einer mal drauf gedeckt. Einer schlaft.
Und da ist noch keiner. Jawohl. So, die müssten wir gemeinsam. So. Ich habe den in mir im Visier. Den liegenden. Nein, nein, den bei mir. Sie markieren? Ja. Den habe ich. Okay, wie triffst du den? Ja, der liegt ja da im Zelt. Ja, ich stehe hinter dem. Den, was ich mit einsam markiert habe. Okay. Den bei mir, ja. Okay, ja. Passt. Du, die über den anderen. Gut. Jetzt? Sag an. 3, 2, 1. Gewichtschuss. Passt. Der war eh hart, der kämpft. Der liegt da im Zelt. Na, da ist einer gewesen. Komisch. Da liegt er. Okay, und wenn du jetzt zu mir reinkommst, ist gerade der gestorben, was da im Bett liegt. Und den hast du mit 1 markiert. Echt jetzt? Ja. Sehr interessant. Naja, man merkt, das Game ist noch verpackt. Ist was? Also von der World her und alles wirklich irre geil, aber so im Detail sind immer wieder so kleine Fehler. Ich glaube, wir haben es. Ja. Ja, wir bringen den Laster retour. Da wird sich Bakatari freuen. Okay, ich nehme da noch Munition. Ja, ja, wir müssen sowieso alles mitnehmen. Alles, alles. Da ist ein Nachschub. Habe ich. Sehr gut. Noch irgendwas? Da ist irgendwas. Ich glaube, es war unten, war glaube ich auch noch ein Nachschub. Da mussten wir auch schauen. Aber da können wir schauen, wenn wir mit dem LKW retour fahren. Ist es der? Ja, ja. Der markiert da. Ich bin Passagier hier. So, da ist nichts mehr in der Bitter. Wir haben es genau geschafft bis zu den Morgenstunden, dass wir das Lager säubern. Ja. Perfect in time. Oh, einsteigen, einsteigen, Helikopter. Komm schon. Ich sitze schon drin. Ich denke mal, dass er uns drin nicht sehen kann. Nein. Katari hier Nomad. Wir haben dein Paket. Wir liefern es jetzt ab. Bravo, mein Freund. So. Fahrt vorsichtig. Die Glasampulle mit dem Impfstoff ist sehr zerbrechlich. Eine zu schnelle Kurve und... Schon klar, wir sind vorsichtig. Nomad Ende. Ich glaube, wir haben alles, oder? Ja. Kommen vorbei an den Autos. Das wird jetzt spannend werden. Im schlimmsten Fall müsstest du wegfahren damit. Okay, ich probiere es mal, oder? Ja, warte auf mich. Ich bin ausgestiegen. Also wenn ich einmal fahre, dann fahre ich. Nein, das weiß ich ja. Ich wollte mich nur vorbeischlängeln. Und der ist ja weniger schwer. Moment einmal. Was sollten da jetzt die Zuschauer denken? Weißt du, das macht beim LKW ihre für uns. Ja, du. Die brauchst 55 Kilo, die da drinnen jetzt fehlen. keine Ahnung, was so ein LKW hat, 5 Tonnen. Wirklich keine Ahnung. Ja, ich blamier mich da jetzt wahrscheinlich. Ja, ich bin. Nein, der hat sicher mehr. 10 Tonnen, 20, ich weiß nicht. Ja, gefühlt auf jeden Fall. Auf alle Fälle ein Riesenteil. So. Ah ja, das weiß ich noch von meiner Solo, von meinem Solo-Game. Viel Spaß beim Das Ding retour bringen, ja. Ich glaube, ich steige wieder aus. Ich hab den ohne Schramme bitte hingebracht. Okay. Wie lange dauert das? Ich glaube, wir haben die Folge zu lange fertig. Wir werden dann aufdrehen, wenn wir einen retour gebracht haben, weil das nächste, was dann ansteht, ist der Besuch in der Villa. Mhm. Und ja, dann sehen wir uns wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.